Willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Update. Da ich gerade ziemlich am Umbauen bin, was die Hamster angeht, ich werde euch das gleich mal zeigen, möchte ich nochmal Folgendes sagen. Den kleinen Ketchup, den gibt's noch. Der ist gesund, seht ihr, den geht es gut. Ich war mit ihm beim Tierarzt, hab ihn da einmal checken lassen. Alles in Ordnung. Er ist nach wie vor nicht zahm, auch wenn er jetzt gerade da aktiv ist, weil ich ihn reingesetzt habe nochmal. Aber er ist auf jeden Fall guter Dinge. Ich bin mir sicher, dass ich mit seinem Gehege nächste Woche eben halt auf meinem Kanal für euch fertig bin, dass ihr das eben halt in einem extra Video dann schauen könnt. Er hat ja eine bisschen andere Story als die anderen Hamster, weil er war ja in Quarantäne gewesen, da er nämlich nicht geplant war, weil ich ihn von dem Nachbarskind übernommen habe. Deswegen, ich glaube, er ist ein ferner Cousin oder sonst was von der Mayonnaise. Aber trotzdem, ihm geht's gut, er lebt nicht im Gitterkäfig, er kriegt bald ein großes neues Gehege. Und ich habe jetzt meine komplette Hamsterplanung ein bisschen verworfen. Ich habe ja wegen meinen ganzen Einrichtungen auch immer vorher Skizzen gemacht. Da seht ihr die süße Blue daneben. Und hier habe ich auch des Weiteren an neuen gearbeitet. Und zwar für die neuen Gehege. Gleich sage ich noch mal unten was dazu, auch jetzt hier für einen neuen Deckel, den ich dann jetzt gerade am machen bin. Und einem neuen Element, was ich vielleicht bei Semmel einbauen will, aber ich weiß nicht so ganz. Auf jeden Fall bekommt der liebe Ketchup nämlich ein Fastfood-Gehege mit Burger, Pommes und was auch immer, weil das irgendwie ganz gut bei ihm passt. 1,40er Acrylscheibe, eine schön dicke. Mit der wollte ich ein komplett neues Nagarium selber bauen. Daraufhin aber, sagen wir mal so, das Ganze ist aktuell ein bisschen kompliziert. Ganz am Anfang habe ich halt gedacht, als ich auch dieses ehemalige Nagarium bekommen habe, hey, das machst du jetzt komplett fertig, einmal für die Semmel, meinem anderen Goldhamster. Aber, liebe Leute, ich habe dann nochmal wirklich überlegt, deswegen auch die Zeichnung mit dem anderen Deckel, weil ich hier oben nicht so viel Platz habe, dass dann hier der kleine Ketchup einziehen wird. Hier hat auch vorher ein Zwerghamster gelebt. Jetzt sind auch da die Silikonecken alle komplett getrocknet und ich habe ja jetzt auch genügend Material, um halt den Deckel dafür dann zu bauen. Aber auf jeden Fall soll er eben halt hier zukünftig einziehen. Das Gehege von Semmels Schwester ist sehr verwüstet, da muss ich mir auch unbedingt noch etwas Neues überlegen. Aber auf jeden Fall ist es ja ein 20er mal 50er Maße und ich möchte halt gerne, dass die Semmel sowie ihre Schwester Brötchen die gleichen Gehegemaßen haben. Deswegen möchte ich ihr ein eigenes Nagarium mit der Plexiglasscheibe, Acrylscheibe, entschuldigt, dann bauen. Hier oben steht noch ein komplett freies, aber das hat jetzt nur einen Meter und ich würde doch gerne hier die komplette Fläche nutzen, die ich dann habe. Wenn sich meine Kommentare bei TikTok häufen und alle immer schreiben, oh, die Maße viel zu klein. Ich bin fast 1,80 groß. Die Dinger hier sind 1,60 lang und auch fast 2 Meter. Hallo Blue, 2 Meter. Ich bin so happy, dass es dir gut geht. 2 Meter groß. Deswegen sehen die ein bisschen kleiner aus. Aber Leute, glaubt mir wirklich, diese Dinger sind sehr, sehr groß und nicht klein von 40 cm oder was der eine mir da geschrieben hat. Also daran muss ich mich auf TikTok auf jeden Fall gewöhnen. Grüße gehen raus an alle Neuen, die vielleicht dabei sind. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr euch dieses Update anguckt. Beim kleinen, süßen Mr. Sandwich wird gar nichts geändert. Außer, dass er vielleicht nämlich hier nebenan dann eine eigene Treppe kriegt zum Freilauf. Finde ich bei ihm total praktisch, weil er eben halt auch ganz früh wach ist. Ich müsste mir mal hier eigentlich so eine Zeitaktivuhr stellen, damit ich immer genau weiß, wann die aktiv sind. Aber auch, dass jetzt hier, wo diese beiden Gehege noch da sind, hier ist die Mayo drin, da ist die Semmel drin, die werden in Zukunft halt wieder leer. Halt nur für entweder irgendwelche Notfälle oder ich weiß nicht, wenn ich einen Pflegehamster hätte oder wenn ich vielleicht dann selber mal Hamsterbabys hätte. Aber trotzdem, die sollen eben halt dauerhaft leer sein, eigentlich. Zudem, das ist so schwer. Ich brauche wirklich Rollen. Ich denke, dann wäre es besser, dass ich das eben halt hier bewegen kann. Ich habe oben auch noch ein Schwerlastregal. Das soll aber hinten, also hinter der Waschmaschine, da sieht es gerade verboten aus. Bitte nicht vergessen, ich bin hier dran und ich arbeite hier auch jeden Tag. Aber ihr kriegt nicht immer so Mega-Updates innerhalb einer Woche. Wenn ihr euch das hier anschaut, wie es so in 2 Wochen dann aussieht, dann kann man dann vielleicht was sehen. Aber trotzdem, wir sind gerade auf so einem... Die kleine Brötchen schläft da in der letzten Ecke, unter ihrer Ebene.
sind ja gerade sehr viele Hamster neu auf meinen Kanal gekommen. Im Kompletten habe ich eben halt 7 Stück. Einer musste jetzt in Quarantäne bleiben. Oh, jetzt ist die Kleine was wach geworden. Huh? Oh, Myra. Oh Gott. Ich muss mich jetzt schlafen legen und neue Pläne schmieden, wie ich dann hier ausbrechen kann. Sie hat ein Mehrkammernhäuschen, aber irgendwie findet sie das da unten drunter sehr gut. Weiß ich auch nicht. Aber gut, soll sie eben halt drin schlafen. Es ist gerade halt ein bisschen verwirrend, weil halt, wie gesagt, neue Hamster sind da, dann habe ich noch 2, dann habe ich noch dazu eine. Und auf jeden Fall seht ihr die Entwürfe jetzt hier auch nochmal, weil ich jetzt nämlich gleich nachher losfahre und nochmal neues Material kaufe, um das dann zu verbauen in den nächsten kommenden Videos bei mir. Das Googeln hier ist vom Aquarium. Das bekommt auch nochmal extra Videos. Ja Leute, sorry, dass das eben halt jetzt wirklich nur ein kleineres Update jetzt von mir ist und dass ich euch nicht großartig etwas Längeres zeigen kann. Es ist eben halt auch mit Blue jetzt die Woche ein bisschen kritisch gewesen wegen dem Tierarzt und der Operation. Ich hatte ja schon mal auch in einem vorherigen Video gesagt, dass es zum Glück nicht dazu gekommen ist und ich jetzt einfach nur super glücklich darum bin. Aber ich halt jetzt mit den Gehegen und mit den Änderungen eben halt, schreibt mir immer so viele Ideen, die ich liebend gerne umsetzen möchte, aber da kann ich leider nicht sofort eben dran gehen und dann alles handwerklich dann sofort machen. Aber trotzdem, ich freue mich richtig, richtig dolle, dass jetzt auch wieder weitere Leute auf TikTok und auf YouTube den Abonnier-Button gedrückt haben. Und es ist zwar jetzt schattig, aber es ist doch wieder so warm und ich muss mich gleich auch schon wieder einmal duschen. Und ich glaube, das wird eine lange Nacht. Ich bin super gespannt, wie jetzt doch das neue Gehege von dem Ketchup aussehen wird. Wie ich es mir dann vorstellen, dass er dann auch endlich ein größeres, schön eingestreutes Gehege bekommt und kein Gitterkäfig. An dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video von eurem Miyuki wieder und auch mal mit mehr Aufnahmen von den Hamstis, wenn alle in ihre Gehege sind und das nicht so alles so verwuselt ist. Also dann, tschüss!